Also es, psychische Abhängigkeit ist Wahnsinn. Man muss immer wieder hin, ne? Das ist wie so ein Magnet, was einen anzieht. Ich sage mal, ich therapiere mich selber, aber das geht auch nach hinten los. Hi, wir haben uns mit dir in Hamburg kennengelernt. Ja. Darf ich das Video auf YouTube hochladen, das werden viele Menschen sehen? Ja, darfst du. Danke. Kein Problem. Erzähl mal bitte, ja. Wie alt bist du, wie heißt du, was machst du hier? Ich heiße Steffi, bin 50 Jahre alt, bin seit meinem 17. Lebensjahr, seit also 87, in der Drogenszene. Ich habe damals meine erste Wohnung hier gekriegt, bin missbraucht worden, über 10 Jahre von meinem Stiefvater, eine Abtreibung gehabt und bin so dann durch den psychischen Knacks in die Drogenszene gekommen. Mich angefangen mit Heroin und das ging dann immer weiter, bin ich ab. Man hat immer mehr Leute kennengelernt und ja, dann kam der Kokain dazu, dann habe ich gespritzt, fast 30 Jahre, immer Cocktails. Ich bin halt gestorben schon ein paar Mal im Krankenhaus, aber wirklich, der ganze Hals ist kaputt, also Kokain und Heroin zusammen. Und dann habe ich Haftstrafe gehabt, über 3 Jahre war ich in Lübeck inhaftiert, eben auch, weil ich, Beschaffungskriminalität war das eben. Und bin inhaftiert worden, dann rausgekommen, habe mich ins Polamidon-Programm nehmen lassen. Und das half eine Zeit, aber irgendwann ging der Druck wieder los nach Heroin, so, oder Kokain besser gesagt. Heroin ist ja eine körperliche Droge, also wo du körperlichen Entzug hast. Deswegen nennt man ja Polamidon. Und Kokain ist eben im Kopf und das ist ganz schwer rauszukriegen, überhaupt, wenn man psychisch angeknackt ist oder wie ich habe ADHS und eben eine Geschichte hinter mir. Und naja, dann bin ich angefangen mit Stein rauchen. So, und dadurch wurde das immer noch schlimmer, weil wenn du erstmal anfängst Stein zu rauchen, du wirst immer gieriger. Du merkst nicht, deine Psyche verändert sich, du wirst total scheiße, aggressiv. Alles Mögliche, es ist richtig schlimm, da auch wieder rauszukommen. Und vor allen Dingen, auch mit der Polizei, dass wir bestraft werden, die kleinen Leute, die viele Frauen, die gehen anschaffen, habe ich früher auch gemacht, also meinen Körper verkauft für die Droge. Und die Polizei, die ist dann so drauf und nimmt den Ärmsten der Ärmsten, also die da wirklich für kämpfen, weil sie kein Zuhause haben oder eben entzügig sind, die werden angehalten, die werden inhaftiert, denen wird der Stoff abgenommen, anstatt sie sich mal um die Leute kümmern, wo das angebracht ist, also die Dealer, die zu Hause sind, so, da trauen sie sich aber nicht hin. Nein, ich kann nur sagen, der Finger weg von den Drogen. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Irgendwann ist der Körper so geschädigt, Leberschaden, alles Mögliche. Und man kommt einfach vom Kopf nicht runter da. Das ist ganz schlimm. Also das, psychische Abhängigkeit ist Wahnsinn. Ganz, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Man muss immer wieder hin, ne? Das ist wie so ein Magnet, was einen anzieht. So, und man weiß aber von Anfang an, das geht in die Hose. Man kann nicht aufhören. So, alles, was du an Geld hast, du bist wie eine Tretmühle. Du musst weg und du merkst nichts. Und dir geht das beschissen. Das ist echt eine krasse Nummer. Ja. Wie viel Geld brauchst du jeden Tag für die Drogen? Puffi ungefähr. 50, 60, 70. Sag ja, ich rauche nur Stein. Früher war ich ja ganz drauf, da war ich obdachlos und habe auf der Straße gelebt und musste eben von morgens bis abends die Drogen haben, damit ich überhaupt Geld verdienen konnte. Und da ging das dann einmal schon 300-400 D-Mark waren das, die dann da draufgegangen sind jeden Tag. Weil man muss doch den Hotel bezahlen, da hat man einen Freier gemacht, Affen getötet, der nächste Freier war Hotel und so ging das immer hin und her. Und nicht jeder Tag ist gleich gut. Man hat auch manchmal Tage, wo man am Boden ist oder einschläft, wenn man so übermüdet ist im Stehen auf der Straße. Und das ist schon heftig im Moment. Und die Therapien, die wirken nicht bei dir? Nein, ich habe noch nie eine Therapie gemacht. Also so, ich habe entgiftet, habe ich schon, aber ich habe noch nie eine Therapie gemacht. Weil ich habe so ein Problem mit Autoritäten. Weißt du, wenn mir irgendjemand
was vorschreiben möchte oder mir was erzählen möchte von irgendwas, was er gar nicht kennt. Die haben studiert oder haben da irgendwas gemacht, sodass sie Therapeuten sind und wissen aber gar nicht, wovon sie reden oder wie das in einem aussieht. Und da habe ich mich bis heute gegen gesträubt. Ich habe noch nie eine Therapie gemacht. Ich sage immer, ich therapiere mich selber, aber das geht auch nach hinten los. Aber ich habe das so weit geschafft, dass ich nicht mehr ganz so straighter bin, dass das sich nicht nur noch um Drogen dreht, sondern auch, dass ich zu essen zu Hause habe und dass mein Telefon läuft und dass die Miete bezahlt wird und alles andere. Also, und wenn ich das in den Kopf kriege, dann fahre ich hier runter und dann hole ich mir was. Aber ich weiß auch, dass ich wieder nach Hause kann oder gehen kann und dann habe ich auch wieder ein paar Tage Ruhe. Ja. Möchtest du wieder ein richtiges Leben haben? Ja, ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr eine Wohnung. So, also über auch so eine Integrationshilfe, so zwei Zimmer. Ja, so, aber man kommt langsam kommt man wieder da rein. Das ist nicht einfach, aber langsam, Step by Step, funktioniert das. Das ist schon mal eine gute Einstellung, dass man sagt, langsam wieder reinkommen. Es gibt Menschen, mit denen ich Interview führe und manche sagen, ja, dieser Wohnort passt mir nicht so oder dieser Platz passt mir nicht so oder so. Was denkst du darüber? Ich wohne jetzt auch am anderen Ende. Also hattest du auch schon mal solche Aussagen gegeben? Nein, mir ist das egal, wo ich wohne. Und wenn ich im Pappkarton wohnen würde oder eine Holzhütte, Hauptsache ich habe ein Zuhause und einen Rückzugsort, wo ich mich selber mit mir selber beschäftigen kann und mich mit der Drogenkacke auseinandersetze. Aber weißt du, gut, ein Pappkarton kann man jetzt... Nein, aber ich meine jetzt so, weil das, wenn du gerade sagst, nee, das passt mir nicht oder dies, aber die meisten, die leben auf der Straße. So, und ich möchte nicht im Winter im Schlafsack irgendwo draußen auf der Wiese schlafen oder irgendwo im Tunnel oder sonst wo, weil das... habe ich hinter mir, aber brauche ich nicht mehr. Ich bin zu alt dafür. Was ist der eigentliche Grund für deine Drogensucht? Weil manche sagen, ja, das ist daran schuld oder das ist daran schuld. Was ist daran schuld? Ist man wirklich selber schuld oder meistens etwas anderes? Man ist selber schuld. Ich bin ein labiler Mensch schon immer gewesen. So. Und da mir nur als Kind sowas widerfahren ist, und meine Familie sich von mir damals getrennt hat, ich war 17, hatte meine erste eigene Wohnung und war dann da mit mir alleine. 10 Jahre missbraucht worden vom Stiefvater, dann war ich schwanger, habe abgetrieben, das Kind. Und ich saß dann nach 14 Tagen alleine in der Wohnung und hatte niemanden zum Sprechen, keiner, der mich aufgefangen hat. Und ich denke mal, dass dadurch... wenn dann schon jemand kommt und man nimmt dann was, ist einfach... Man denkt darüber nicht mehr nach, aber es gibt kein, deswegen ist das schuld oder das. Du bist selber schuld, wenn du Drogen nimmst, weil du mit dir selber nicht klarkommst oder eben. Hast du das deiner Mutter nicht erzählt? Ich sag doch, die weiß das. Und was hat sie gesagt? hat sie nicht geglaubt? Nein, erstmal hat sie nicht geglaubt. So, wie alt warst du, wo du ihr das erste Mal erzählt hast? 17. 17? 17, ja. Aber da hatte ich schon 10 Jahre das Martyrium hinter mir. Nein, mein Stiefvater, der ist Berufsboxer gewesen auf St. Pauli, er ist ein Zuhälter und 2 Meter groß, er hat mich auch immer geschlagen. Also an den Haaren genommen, gegen Wände, Tische, alles Mögliche, bis ich zusammengebrochen bin. Und ich war ein Kind, ich war 7, 8 Jahre alt. Und ich hatte so eine Angst, deswegen habe ich nie drüber geredet. Außer, als es zu spät war. Dass sie wieder gewalttätig wird, dachtest du? Ja. Er hat immer gesagt, wenn ich das jemandem erzähle, schlägt er mich tot. Und ich habe das geglaubt, ich war ein Kind damals. Also, ich geglaubt. Wo ist er jetzt? Tot. Mit wie vielen Jahren ist er gestorben? Er hat Krebs gehabt, ich habe keine Ahnung, 62 oder irgendwas. Ich habe ihn aber nie wieder gesehen. Ich habe ihm gesagt, wenn ich erwachsen bin und das ein bisschen möchte ich den mal gegenüberstehen, diesem Mann. Aber ist tot, leider. Wenn du eines Tages vor Gott stehen wirst, was wirst du ihm sagen? Gott, was ich Gott sagen will. Ja. Entschuldigung. Ja. Gibt es ganz, jeder lernt ja irgendwas aus seinem Leben. Ja. Gibt es was, was du unseren Zuschauern mitteilen würdest, was du gelernt hast im Leben? Was ich gelernt habe im Leben? Bestimmte Regeln, die man vielleicht befolgen muss. Ich bin, zu mir sagen sie immer, Steffi, du bist wie Mutter Teresa. Also ich habe mein Herz
Und mein, was da drin ist, meine Seele nie verloren, obwohl so viel passiert ist. Und ich helfe Leuten von morgens bis abends und manchmal sitze ich da und habe gar nichts. Ich gebe lieber anderen Leuten. Das habe ich gelernt auf der Straße, wissen, dass man trotz der ganzen Scheiße auch noch ein Herz haben kann. Und nicht so abgehakt ist und die Leute beklaut und abzieht oder was die alles machen. Sondern die Leute sollen nicht ihren Verstand, ihre Seele und ihr Herz nie verkaufen und nie verlieren. Es werden dich einige Leute erkennen, auf dich zugehen auf der Straße. Ne? Nach dem Video kannst du dich vielleicht schon mal ein bisschen einstellen. Was wünschst du dir? Sollen die das machen? Sollen die auf dich zugehen, mit dir etwas sprechen? Oder sollen dürfen sie gerne. Welche Hilfe wünschst du dir von den Mitmenschen? Welche Hilfe wünsche ich mir? Die sollen einfach ein bisschen empathischer sein. Das ist alles, nicht so ablehnend gegen sämtliche Menschen, die anders sind als sie selber. Mhm. Das wünsche ich mir. Stell dir vor, es wird jetzt hier aus einer Genie-Flasche Genie auftauchen. Ja. Also, und du hättest einen Wunsch frei. Ja. Was hättest du dir gewünscht? Aber er muss realistisch sein. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich will mein Leben wieder von vorne erleben, würde nein, nichts klappen. Nein, das geht nicht. Ich würde mir wünschen, dass ich weiterhin auf einem guten Weg bin, gesund bleibe und den Drogen abschwöre. Das würde ich mir wünschen, dass irgendwas passiert, dass ich diesen Druck los werde. Den Widerstand zu den Drogen verstärken. Ja, das würde ich mir wünschen. Wir machen so, wenn dich jemand auf der Straße erkennt, soll er dir vielleicht ein paar Tipps geben, wie man deinen innerlichen Widerstand aufbauen könnte. Ja, gerne. Bin ich gerne dabei. Ich danke dir fürs Interview. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Halte Gute. Durch. Halte ich. Und ihr da draußen auch. Finger weg von den Drogen. Denk dir dran, ein Tag auf der Erde ist besser als ein Tag unter der Erde. Unter der Erde ist ganz schlimm. Bestimmt. Bestimmt. Ich danke dir. Na, danke auch. Bis aus, Mann.